Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi Nintendo. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel. Jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Hi, meine lieben Freunde, wie geht's euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mario Kart 8 Deluxe Channel News. Aufgrund des Ostermontags ist das tatsächlich jetzt für mich eine neue Situation, die Channel News aufzunehmen, denn normalerweise, also eigentlich so gut wie immer, nehme ich meine Channel News am Sonntagabend auf. Aber da der Ostermontag ein Feiertag ist und ich dementsprechend heute keine Arbeit habe, nehme ich diese Channel News gerade schön entspannt am Montagmittag auf. Das heißt, ihr bekommt die quasi gerade, wenn ihr zum Bäcker gehen würdet, ganz frisch aus dem Ofen zu euch in die Tüte. Also es ist noch ganz warm und warmes Zeug vom Bäcker ist sowieso mal das Geilste. Wenn du mal hinkommst, sagst eine Breze und du bekommst einfach eine warme Breze in die Tüte und die ist noch so richtig fluffig und geiler Scheiß. Also, das ist ein fluffige Channel News. Nein, das sind natürlich ganz normale Channel News, aber wir haben einiges zu besprechen, denn ich glaube, ein aktueller Blick auf den Kanal vermittelt nicht das, was eigentlich gerade alles passiert. Wir haben mehrere Themen, die wir zu besprechen haben und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Internetthema an bezüglich Livestreams, denn ich werde immer häufiger gefragt, wann kommen mal wieder Streams und das Thema ist ja mittlerweile auch schon mehr als prominent auf dem Kanal, aber es ist möglicherweise ein Ausweg in Sicht. Ich bin sehr vorsichtig damit, es bereits als fertige Lösung oder so zu verkaufen, denn ich bin mir da nicht sicher. Aber folgende Sache. Ich habe euch ja berichtet, dass ich einen Vertrag bei 1&1 habe, den ich letztes Jahr im Sommer abgeschlossen habe, der eigentlich eine Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren hat. Dementsprechend kommt man da eigentlich nicht so leicht raus. Jetzt seit mittlerweile 6 Wochen... ja, oder 5 oder 6 Wochen funktioniert ja mein Upload nicht mehr richtig. Die Bandbreite ist nicht mehr da, es schwankt auch noch, also fürs Livestream absolut ungeeignet und auch Video-Uploads dauern länger. Ich hatte insgesamt, glaube ich, 7 Techniker-Termine, es waren wirklich 5 Leute hier, 2 Mal sind Techniker auch einfach nicht erschienen. Also ich habe wirklich die Abgründe des Supports entdeckt oder die Abgründe der Kundenbetreuung, die so eine Firma anbietet und es war schier zum Ausrasten. Es hat mich psychisch übelst belastet, das habe ich auch letzte Woche in den Channel News ein bisschen besprochen, aber es ist möglicherweise, ne, ich möchte das noch nicht als fertige, als Lösung, aber es ist ein Ausweg in Sicht. Denn ich habe nochmal mit dem Support gequatscht und die haben auch gemeint, okay, wir kriegen dieses Upload-Problem irgendwie nicht in den Griff. Sie haben ein Sonderkündigungsrecht. Ja? Normalerweise eine Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren, habe ich gesagt, alles klar, ich nehme das Sonderkündigungsrecht. Zum 6. Mai, das ist jetzt von jetzt an noch 2 Wochen, wird der Vertrag bei 1&1 gekündigt und für denselben Tag habe ich bei der Telekom einen neuen Internetvertrag abgeschlossen. Warum die Telekom? Weil denen hier die gesamte Leitung gehört. Der 1&1 gehört nämlich die Leitung hier gar nicht. Die mieten die nur von der Telekom. Deswegen dachte ich, ich gehe zum Leitungshersteller. Den alles hier gehört. Und da habe ich mir jetzt eine neue Internetleitung bestellt, die hoffentlich am 6. Mai hier installiert wird. Und ich hoffe, dass ich dann wieder einen funktionierenden Upload habe und wieder streamen kann. Ja. Also ich hoffe, diese Wochen des Psychoterrors, dass ich einfach mein YouTube-Hobby nicht zu 100% ausleben kann, die werden jetzt dann irgendwann ein Ende finden, ne? Weil es ist echt wirklich belastend. Es wird sich zwar nichts an meiner Upload-Rate tun, also ich hatte normalerweise bei der 1&1 einen 40.000er Upload, den werde ich auch jetzt bei der Telekom haben. Die Leitung gibt einfach nicht mehr her, aber ich krieg sogar nochmal ein Upgrade im Download. Normalerweise hatte ich einen 100.000er Download, bei der Telekom werde ich jetzt dann einen 250.000er Download haben, aber der Download ist für mich tatsächlich gar nicht so wichtig. Ich downloade selten etwas, für mich ist der Upload das absolut Wichtige und wenn bei der Telekom der Upload einfach wieder funktioniert, ja, wenn ich einfach diese 40.000 wieder bekomme, dann wäre ich schon mehr als zufrieden, ne? Dann wäre alles nice. Denn die Telekom-Techniker haben wirklich die Hardware hier überprüft und die Leitung ist wohl einwandfrei. Also es muss wohl irgendwo ein Verteilerproblem von der 1&1 gewesen sein und ich hoffe, durch den Anbieterwechsel kann ich das beheben. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, habe ich dann immerhin den Vorteil, dass ich dann wirklich beim Leitungshersteller bin, bei der Telekom, denen alles hier gehört und die finden dann hoffentlich das Problem. Ja, ich denke, wie gesagt, dadurch, dass der Upload von der Tageszeit her schwankt und auch dadurch, dass es einfach so von einem auf den anderen Tag kam, denke ich, wie gesagt, dass es irgendjemand hier in der Nähe war,
in dieser Straße, der sich ebenfalls seinen 1&1-Vertrag geholt hat und der jetzt irgendwie meine Leitung blockiert. I don't know. Also ich hoffe, dass das Problem ist dann gelöst. Dementsprechend, der 6. Mai ist am Montag. Hoffe ich, dass ab dem 6. Mai wieder alles klappt und dementsprechend könnte ich dann am Wochenende drauf, das ist dann der 11. und 12. Mai, versuche ich dann an dem Wochenende wieder ein bisschen zu streamen. Sollte alles funktionieren, habe ich ein besonderes Stream-Event geplant, aber wie gesagt, ich bin noch vorsichtig, ich vertraue dem Ganzen noch nicht so, aber ich sag mal, es sind bisher die besten Aussichten, die ich hatte, um das Problem wieder in den Griff zu bekommen. In den letzten 6 Wochen sah es ja bezüglich der Lösung dieses Problems sehr dunkel aus, um das mal so zu beschreiben. Also hier ist hoffentlich die Durststrecke irgendwann zu Ende. Ne? Ich habe es auch in der letzten Woche angesprochen, dass 2019 bisher für mich sehr, sehr mies lief. Aber vielleicht fängt es jetzt langsam an, sich zu ändern. I don't know. So. Nächster Punkt. Ich bekomme ab und zu immer wieder Kommentare so nach dem Motto, hey Hübi, die Projekte, die aktuell auf deinem Kanal laufen, die sprechen mich nicht so zu 100% an. Und da möchte ich mal kurz was dazu sagen. Die Sache mit Yoshi's Crafted World. Dieses Projekt, von dem habe ich mir eigentlich einiges versprochen, weil ja auch die Demo bei euch ganz gut ankam. Aber dann so kam so die große Ernüchterung, sage ich mal. Das haben auch viele andere YouTuber festgestellt. Das ist einfach ein Projekt, was nicht so ein allzu großes Interesse auf YouTube vertritt. Zudem kam dann bei mir noch dazu, dass ich natürlich dann diese einwöchige Krankheit habe, die mich ja auch nochmal zurückgeworfen hat, wodurch ich jetzt quasi ein Projekt am Laufen habe, was allgemein keine allzu große Beliebtheit auf YouTube genießt. Zusätzlich dazu hänge ich auch noch allen Let's Player mindestens eine Woche hinterher, weil ich eben aus gesundheitlichen Gründen das nicht machen konnte. Das sorgt eben dafür, dass wir aktuell hier ein Projekt auf dem Kanal laufen haben, was verhältnismäßig sehr wenig geschaut wird. Und dann haben wir eben noch als zweites das Zelda-Projekt auf dem Kanal. Und Zelda war auch immer schon so ein Nischenspiel. Zelda genießt tatsächlich eine sehr, sehr große Beliebtheit, was mich sehr freut. Also wir sind dabei knapp 3000 Views pro Folge. Das ist mega gut. Aber natürlich, ich sag mal, wenn jemand einfach kein Zelda-Fan ist und Yoshi einfach ein Projekt ist, was ihn nicht so anspricht, dann ist natürlich aktuell auf dem Kanal sehr wenig für denjenigen geboten. Und dann sagen die einen oder anderen, alle Hübi, so dein Kanal in letzter Zeit ein bisschen strange und so weiter. Dazu möchte ich kurz Folgendes sagen. Erstens habe ich, um mal wieder so ein bisschen Lockerheit reinzubringen, jetzt Ermikart gestartet, diesen Mario Kart DS Hack, weil Mario Kart kann man sich eigentlich immer geben, finde ich persönlich, und das ist auch so ein schönes Kurzprojekt. Ich rechne hier mit 8 Folgen und ich denke, dass das wird hier so wieder so ein bisschen Lockerheit reinbringen, und ich möchte euch einfach sagen, dass aktuell wirklich einfach vieles leider einfach in Planung ist, was ich noch nicht releasen kann. Gestern war Hike bei mir, ihr kennt ihn, mein bester Kumpel, und wir haben gestern auch noch ein größeres Projekt für den Kanal gestartet, zu planen. Da brauche ich auch wirklich seine Hilfe, das ist was sehr, sehr Großes. Dann sind einige Projekte geplant, wo ich teilweise noch auf andere YouTuber warte, wo ich auch einfach quasi noch warten muss. Dann, wie gesagt, ich habe einige mittlerweile, durch die Livestream-Pause habe ich total viele Ideen gesammelt. Ich habe wirklich einige Livestream-Projekte oder Livestream-Events im Kopf, die ich unbedingt umsetzen will, aber auch da bin ich auf ein funktionierendes Internet angewiesen. Dementsprechend muss ich da auch noch warten. Und ich habe auch noch das eine oder andere Projekt, wo ich jetzt einfach warten muss, bis eines der beiden Projekte, nämlich Zelda und Yoshi, vorbei ist, dass ich die bringen kann. Also, es ist einfach aktuell viel in Planung. Und bevor jetzt jemand sagt, Hübi, dein Kanal gefällt mir nicht mehr so, dem kann ich nur sagen, abwarten. Ne? Es gibt auch viele, denen alles aktuell so gefällt, die gerne Yoshi und Zelda schauen, da ist natürlich alles Killer. Mir machen die Projekte natürlich auch voll Spaß, aber ich habe auch Verständnis für die Leute, die sagen, aktuell spricht mich der Kanal nicht so an. Dementsprechend kann ich da einfach nur sagen, es ist nicht so, dass mir YouTube irgendwie jetzt, keine Ahnung, egal geworden ist oder weniger wert ist. YouTube ist wahrscheinlich mir aktuell noch mehr wert als sonst, weil ich, wie gesagt, viel plane und mir viel verspreche von der Zukunft, viele coole Dinge, die wir gemeinsam erleben können. Dementsprechend würde ich an der Stelle einfach nur noch ganz, einfach ein bisschen um Geduld bitten. Ich denke, da wird bald wieder was kommen, was auch einen Großteil meiner Zuschauer anspricht. Auch wieder was Richtung Mario, weil Mario jetzt ja schon länger nicht mehr auf dem Kanal vertreten war und viele natürlich auch ein Mario-Fan sind, aufgrund der Mario Odyssey und Galaxy-Projekte, die in letzter Zeit sehr, sehr gut ankamen. Denke ich, habe ich hier eine große Mario-Fanbase am Start, aber ne, kann ich nur sagen, einfach noch ein bisschen abwarten, falls es euch aktuell nicht anspricht. Ansonsten viel Spaß mit dem, was aktuell so auf dem Kanal kommt. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch hier thematisieren. Es ist sehr, sehr viel in Planung, aber es braucht einfach Zeit, teilweise bis einige Projekte vorbei sind, teilweise bis andere YouTuber Zeit haben, teilweise bis ich mein Internet wieder habe für die Livestream-Sachen, also es ist auch für mich nicht angenehm, auch ich würde gerne sofort raushauen und sofort jeden Tag einfach nur Videos raushauen, die alle aus der Community ansprechen, aber
ich hab's immer wieder gesagt, 2019 schlaucht, aber irgendwann wird diese Schlauchphase vorbei sein. Und am Ende des Jahres werde ich auf das Jahr zurückgucken und sagen, ein Glück, dass ich am Anfang des Jahres so durchgehalten habe und einfach weiter straight durchgezogen habe. Und genau das mache ich. Das wollte ich auch noch ansprechen. So, wie sieht der Fahrplan für diese Woche aus? Ich werde weiter Yoshi's Crafted World bringen, einfach nur für die einen, dass viel Content kommt, für die anderen, dass es schneller vorbei ist, so ungefähr. Denn ich weiß natürlich, dadurch, dass ich eine Woche verloren habe, sind andere Let's Player viel weiter. Dementsprechend versuche ich da ein bisschen aufzuschließen, dass quasi auch mein Yoshi-Content noch in gewisser Weise interessant ist und auch einfach für all die Leute, die quasi es bei mir gucken und bei anderen Let's Player nicht gucken, dass die quasi nicht durch die Thumbnails und Titel der anderen Let's Player gespoilert werden, sondern dass ich da vielleicht noch ein bisschen aufholen kann. I don't know. Dann wird natürlich auch Ermikard weiterkommen, auch wenn das vermutlich diese Woche oder spätestens Anfang nächster Woche schon enden wird, aber so Kurzprojekte ist eigentlich immer eine Top-Sache und ich werde auch versuchen, dieses Wochenende wieder eine neue Folge vom Sportstudio zu bringen. Da wird auch sehr häufig nachgefragt und das freut mich auch, dass es gut angenommen wird. Ich höre das und ich weiß es auch, aber aktuell, ihr merkt, ich habe einfach unglaublich viel zu tun und ich muss einfach die Dinge sortieren und ich muss auch die Dinge priorisieren. Und aktuell haben einfach die beiden laufenden LP-Projekte die Priorität. Zum einen, wie gesagt, dass sie vorbei sind und auch zum anderen natürlich einfach, dass die Leute, die diese Projekte verfolgen, regelmäßig Content bekommen, weil Let's Play-Projekte sind nur gut, wenn sie regelmäßig kommen. Dementsprechend haben die Projekte aktuell einfach Priorität, aber ich weiß, dass ihr das gerne, dass ihr auf Sportstudio wartet. Ich würde auch möglichst schnell wieder eine Folge aufnehmen, aber es gibt leider einfach noch viele andere Verpflichtungen, die das Leben mit sich bringt. Ich muss mich jetzt dann endlich mal um die ganze Steuerthematik kümmern. Ich muss noch banktechnisch ein bisschen was machen. Da hat sich noch ein bisschen was verschoben. Da muss ich noch mal ein neues Konto anlegen und ein bisschen Sachen verschieben. Wie gesagt, dann für meine private Steuer muss ich noch machen. Meine gewerbliche Steuer muss ich noch machen. Ich muss noch einige Briefe an Künstlersozialkasse schreiben. Und natürlich die Arbeit steht noch an. Ne? Mein ganz normaler Job also. Und der ist auch gerade sehr intensiv, weil sich ja auch gerade viel tut. Und es ist einfach, ja, anstrengend. Aber ich denke, all das muss sein, dass die Zukunft gut wird. Und ja, weiter will ich euch gar nicht eure Zeit stehlen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf den neuesten Stand der Dinge bringen, warum der Kanal aktuell so läuft, wie er läuft. Ich bedanke mich noch für 5000 Instagram-Follower. Freut mich sehr, dass wir auch auf der Plattform ein bisschen wachsen, denn ich mag Instagram sehr. Ich mache gerne Insta-Stories oder haue ab und zu Bilder raus. Das ist eine schöne Abwechslung zum Videoalltag. Also folgt mir da gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten einfach vielen Dank für all den Support, für all die Treue, auch wenn der Kanal vielleicht aktuell nicht so ganz ansprechend für den einen oder anderen ist. Freue ich mich einfach, dass ihr alle noch so zahlreich am Start seid und ich kann euch nur sagen, einfach noch ein bisschen abwarten, bald eskaliert es richtig. Danke jetzt für eure Aufmerksamkeit, einen schönen Ostermontag noch und bis in einem anderen Video. Euer Hübi, haut rein.